Man schneidet, wie gesagt, eben ganz kurz am Ende vom Knochen, aber nicht im Knorpel, sondern nur am Knochenvierer. Immer so 2-3 mm lässt man vielleicht nur drauf. Schneidet dann einmal, wie vorher beim Auslösen, am Knochen einer. Aber bitte am Knochen bleiben, nicht daneben ins Fleisch, eine schön am Knochen. Man sieht eben da einen Knochen, da einen schönen Schnitt einer. Stellt dann die Brust auf, bricht quasi die Knochen vom Knorpel raus. Und das ist dann das, was man dann kennt, wenn quasi die Kalbsbrustknochen beim Braten rausspringen aus dem Fleisch. Das genügt schon so. Man macht es einfach so durchs Braten. Wenn dann durch die Fülle das Fleisch aufgeht, lösen sich ganz vorsichtig die Knochen im Außer. Und das Ganze bleibt natürlich saftiger, weil der Knochen eben am Fleisch nur dran ist. Man kann da jetzt auch mit der Hocker 2-3 Mal reinhocken, dass es sich nachher beim Tranchieren von der Kalbsbrust leichter tut, was natürlich der Hausfrau auch hilft. Ich mache das immer. Man hockt dann da 3-4 Mal rein, dass man nachher, wenn man die Kalbsbrust aufschneidet mit dem Messer, eben dann in der Küche nicht das Problem hat mit Knochen, sondern dass das jetzt gleich erledigt ist. Wie gesagt, mit so einer kleinen Handhocker, wie wir es jetzt gehabt haben, einfach dann, wenn man es eben beim Tranchieren oder beim Portionieren in der Küche eben dann viel leichter. Das ist so, wie gesagt, der erste Teil der Kopfbrust. Und jetzt kommt der zweite Teil, das Wammerl. Was natürlich nur dünn ist vom Fleisch, aber natürlich auch nicht so großer Knochenanteil ist. Wir fangen wieder hier vorne an. Vorsichtig einer, entlang vom Knochen. Der nächste Schnitt wird nachgesetzt. Der dritte auch, man sieht eh genau da, wo man sich eben im Messer grob befindet. Dann müsste es noch funktionieren. Sieht eben da, man muss da mit der Tasche aufhören, weil da natürlich die Brust nur dünner wird, darum genau die Tasche in dem Bereich, wo der Muskel drüber geht. Man sieht jetzt so die Hand, wie schön die Tasche drin ist und wie viel Platz das eben dann für den Mittel bleibt. Da wieder genau das gleiche, die Knochen werden dann natürlich immer kürzer. Man sieht es da in dem Bereich, wo man da das eben so sieht, da die Verfärbung oder das Fett umwächst, wo die Knorpel drinnen liegen, also die Knochen werden von so lang immer kürzer. Man schneidet da wieder vorsichtig um. Am Knochen einen kleinen Ritzer. Man versucht wieder die Knochen vom Knorpel zu lösen, die dann quasi beim Braten rausspringen. Man sieht es eben da, darum ist wichtig, dass man den Schnitt nicht am Knorpel macht, sondern am Knochen macht. Wenn man am Knorpel den Schnitt macht, dann bricht es nicht auseinander.